Ich wollte euch fragen, ob das. Das Ding ist scheiße. So, ist gut. Hä? So, passt doch gut. Muss doch wohl klar sein. Ja, das kommt doch gut raus. Okay. Also, alles Gute. Hüllen, Lärm, Ruhe da unter. Ruhe, was soll denn das? Willkommen hier vor dem Interimsrathaus 2011. Leute, habt ihr das gehört? Das ist doch wirklich unerhört. Der Schultes will Kolfas nicht haben. Drum treten wir Kübel heute hier an. Bürgermeister von der Stadt tritt raus. Soweit bin ich hier. Sieg, wir haben gewonnen! Der Schultes ist verhaftet! Du, lass ruhig mal nach. Schau, der Greenhörner. Gibt's auch einen Warm-up? Einer sitzt drin, einer trägt die Helfe. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Die bitte hier zu mir an den Bühnenrand kommen. Das ist ja ein Schutzhelm auf, es geht über die Wippe. Und nach der Wippe ist quasi das Ziel. Bitte hier vor der Bühne. Machen wir es euch bitte. Das Team von der Landeshauptstadt Stuttgart, Ulrich Meyer und Paul Steiner, gegen das Team der Cannstatter Zeitung, Thorsten Streib und Frank Ilk. Dann sage ich zum Rennen 2011 auf die Plätze. Fertig, los! So, das erste Tor steht quasi fast. Die erste Mannschaft ist bereits durch, schaltet den Mond ein. Die nächste schaltet aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie seine Glocke machen. Oh, fast. Ohne Schild bitte, ja? Jawohl! Und auch dran, wunderbar! Und nun geht es weiter zum Jakobsbrunnen. Auch hier bitte den Fisch nicht töten mit dem Stab, sondern angeln! So, und die erste Mannschaft, das ist die Mannschaft der Cannstatter Zeitung, bereits beim Hindernisparcours um die Pylone. Und als erster an der Hüppe! Auf vor dem Tiefraum. Das ist ein toller Lauf.
gehen. Das ist einmal ein Vorschlag mit Kandidaten dem Vorstand Peter. Wir haben 26 Mannschaften.